Die schönsten Szenen der Römerstrom Gladiators in der Saison 2022-23 werden euch präsentiert, wie immer im Play of the Day, powered by Live I Want. Römerstrom Gladiators haben sich viel vorgenommen im Heimspiel gegen Gießen nach der Niederlage in Leverkusen. Ganz andere Intensität und Leidenschaft im Spiel der Römerstrom Gladiators. Zu Beginn der schöne Block von Till Isemann. Und auch in der Offensive kann der spektakulär abschließen. Ein sehr interessantes, intensives Basketballspiel. Die Gießener etwas ersatzgeschwächt angetreten, aber diese Emotionen brauchen die Römerstrom Gladiators, um im Kampf um die Playoff-Plätze weiterhin ein Wörtchen mitzureden. Es entwickelte sich eine hochspannende Crunch-Time, in der dann dieser Block den Ausgleich und die Verlängerung verhinderte. Alex Laurent mit dem Chase-Down-Block zum Sieg der Römerstrom Gladiators 91-88. Ein verdienter Heimsieg vor über 2400 Zuschauern in der Arena Trier. Das macht Mut für die nächsten Aufgaben.